Hi Leute, schön euch zu diesem Video zu sehen. Wir sprechen heute über Last Epoch. Das Game hat ja jetzt seinen Release. Ich habe es vor etwa 3 Jahren zum ersten Mal gezockt und finde es natürlich jetzt richtig fein, dass das Game so weit gekommen ist. Zum Anlass möchten wir heute mal 7 Tipps besprechen für den Einstieg in dieses Game. Falls ihr jetzt ganz neu dabei seid, 7 Sachen habe ich für euch heute dabei. Falls ihr euch am Anfang erstmal vertraut machen wollt, wie das Spiel so funktioniert, welche Geschwindigkeit es hat, wie viele Mobs kommen und wie schwierig, sag ich mal, das Ganze ist oder auch nicht, würde ich euch die Klasse Sentinel empfehlen, also sozusagen den Krieger Paladin, so in etwa kann man ihn ausbauen. Und wenn ihr eben nicht so oft sterben wollt am Anfang, wäre das wahrscheinlich eine gute Klasse zum Einstieg. Diese Klasse hält tendenziell sehr viel aus, weil sie eher tankiger ist und so könnt ihr euch erstmal mit den Spielmechaniken vertraut machen, ohne die ganze Zeit weggeholzt zu werden. Bezüglich Klassenwahl ist das nämlich auch so eine Sache. Wenn ihr euch für eine Klasse entscheidet, ist natürlich der Charakter mit der Klasse, den ihr erstellt habt, erstmal permanent. Ihr könnt das nicht im Spielverlauf ändern. Was ihr ändern könnt, sind die Skillpunkte, die ihr verteilt habt, die ihr bekommt natürlich im Spielverlauf durch Level-Ups und so weiter. Das könnt ihr neu verteilen, das ist kein Problem. Aber eben auch die Klassenspezialisierung, denn die Grundklasse, die ihr wählt, lässt sich ja in 3 Spezialisierungen ausgliedern. Und ihr müsst euch dafür irgendwann im Laufe des Spiels entscheiden. Und diese Entscheidung, die bleibt permanent. Das heißt, macht euch am besten davor vielleicht ein gutes Bild von jeder Spezialisierung und überlegt wirklich, was ihr gerne zocken möchtet, damit ihr hier nicht das Falsche auswählt und das nachher bereut. Dann würde ich euch raten, euch so früh wie nur möglich mit dem Handwerk, also mit dem Crafting auseinanderzusetzen. Es kann nämlich eine sehr wichtige Vorbereitung fürs Endgame sein, denn du kannst dir halt eben dadurch Fehltritte ersparen, wenn du dann mit richtig guten und vielleicht auch wertvollen Items rumexperimentierst beim Crafting und erst dann anfängst, das Ganze zu durchschauen und zu lernen. Dann kannst du vielleicht ein richtig gutes Item versemmeln und das wäre natürlich mega schade. Deshalb erstmal anfangen mit ein bisschen Trash oder was weiß ich, einfach Gegenstände, die man einfach während dem Levelprozess dabei hat und vielleicht ein bisschen pushen möchte, dass man ein bisschen herausfindet, wie das ganze System funktioniert. Denn jedes Item hat sozusagen ein Limit, wie oft ihr Handwerk an diesem Item ausüben könnt sozusagen. Und wenn ihr so und so viele Schritte und so viele Crafting-Schritte gemacht habt bei einem Item, ist das eben auf 0 sozusagen und ihr könnt dann nichts mehr dran weitercraften, nichts mehr weiter dran verbessern. Das Item ist dann so, wie es ist und fertig. Mehr geht dann nicht. Und deswegen lieber vorher ein bisschen daran üben, anstatt dass man dann ein kostbares Item vercraftet sozusagen. Last Epoch bringt auch ein paar richtig coole Quality of Life Features mit. Und eins davon ist, dass ihr einen Loot-Filter einstellen könnt. Mit Steuerung F am Keyboard könnt ihr einen Loot-Filter bestimmen, wo ihr bestimmten Loot einfach ausblenden könnt, den ihr im Laufe des Spiels einfach nicht mehr sehen wollt, wenn das droppt. Also wenn ihr dann wirklich sagt, okay, ich brauche jetzt das niedrige Zeugs da nicht mehr einsammeln und ich möchte es auch gar nicht mehr sehen, könnt ihr entsprechende Filter einstellen, um euch das einfach aus dem Auge zu halten und das Ganze ein bisschen übersichtlicher zu gestalten. Das finde ich sehr cool und die Optionen sind auf jeden Fall ein guter Anlaufpunkt, dazu auch gleich noch in einem anderen Tipp mehr. Was ihr ebenfalls verfolgen solltet, sind die Kampagnenquests, denn hier gibt es einige, die euch weitere Slots für die Idole freischaltet. Ihr habt ja Idole, die ihr ausrüsten könnt, neben eurem Gear, das ihr sonst in eurem Charakter tragt. Diese Idole, so wie die Charms bei Diablo 2 damals, die geben euch einfach permanente Boni, tolle Buffs einfach, die permanent sind und euch verstärken im Kampf. Und so viele wie möglich dabei zu haben, ist natürlich bestens geeignet, um weiter und schneller vorwärts zu kommen. Deshalb schaltet euch die Dinger frei über die Kampagnenquests, damit ihr so viele Slots wie möglich zur Verfügung habt, was das angeht. Wir haben gerade eben vorhin schon von den Optionen gesprochen und hier würde ich euch nochmal empfehlen, reinzugehen, besonders wenn ihr 2 Monitore habt. Ist eine Option, um es zu vermeiden, dass ihr aus Versehen mit der Maus aus dem aktiven Bildschirm rausgeht und in den zweiten rein. Das passiert zum Beispiel auch beim Streamen mal gerne, dass man aus Versehen mit der Maus aus dem Hauptspielbildschirm rausgleitet und dann die Kontrolle über seinen Charakter verliert. Das könnt ihr in den Optionen anhaken, dass das nicht mehr passiert. Und ihr habt zum Beispiel auch die Möglichkeit, die Charaktermonologe auszuschalten. Das ist besonders vorteilhaft bei "Ich brauche mehr Mana", "Ich habe nicht genug Mana", "Ich habe kein Mana mehr". Also wenn ihr das weghaben wollt, das könnt ihr ebenfalls bei Charaktermonologen ausschalten.
coole Sache. Und last but not least, heute für dieses Video, Last Epoch hat einen richtig coolen In-Game-Guide. Also wirklich ein Handbuch, das sich auch zu nutzen lohnt. Ihr könnt dort wirklich fast alles suchen und bekommt auch zu fast allem eine hilfreiche Antwort und Erklärung. Wenn euch also irgendein Begriff nicht klar erscheint, gebt den mal in diesen Guide ein und ihr werdet direkt bei euch in-game im Bildschirm eine Antwort bekommen, worum es sich da dreht und wie ihr damit umgehen könnt. Ich finde das sehr gut und ich denke auch, sie bauen das weiter aus. Und mit diesen 7 Tipps möchte ich euch einfach in dieses Game schicken, falls ihr noch nicht drin gewesen seid. Bei mir war es, wie gesagt, vor 3 Jahren das erste Mal, seitdem immer mal wieder reingeschaut. Aber ich freue mich natürlich auch jetzt einzusteigen in dieses Game, um mir mal anzugucken, wie lange es mir Spaß macht. Wir streamen es deswegen auch hin und wieder jetzt auf Twitch. Schaut also auch gerne vorbei, falls ihr zugucken wollt oder einfach mit den Release feiern möchtet. Würde mich freuen und vielleicht kommen auch bald ein paar Videos hier auf dem Kanal zu Last Epoch. Lasst mir gerne eure Feedback da. Ich freue mich drauf. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut und...